So, und jetzt geht's weiter hier. Ich bin ja mal gespannt, wann ich das erste Mal hier richtig aufs Maul kriege. Ne? Bis jetzt ist ja alles immer noch gut ausgegangen für mich. 4 Games, 4 Siege. Traumhaft, würde ich behaupten. Mal gucken. Vielleicht spiele ich jetzt mal gegen einen Platin-Spieler. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass jetzt mal was etwas Fetteres auf mich zukommt hier. Vielleicht auch ein Diamant-Spieler und der wird mich bestimmt ordentlich wegsäbeln. Und meine Befürchtungen wurden erfüllt. Ja, absolute Wodka. Ein Terraner-Spieler und er ist direkt Diamant. Nein! Ja. Meine Befürchtungen haben sich verwirklicht. Den muss ich jetzt platt machen, dann steige ich richtig schön auf. Das kann jetzt ganz, ganz großes Kino hier werden. So. Wie schnitzeln wir den Diamantspiel jetzt hier weg? Ich weiß es noch nicht. Jo, wunderschön. Er geht direkt raus. Das ist für mich der Aufstieg. Warum geht er raus? Keine Ahnung. Yeah! Erfolg errungen. 5 Siege, Glückssträhne, Solo. Und? Nichts und. Egal, direkt normal starten. Da geht er einfach raus. Wahrscheinlich hätte ich gedacht, nö, gegen so einen spiele ich nicht. So eine Kacklusche. Absolut. Hey. Krasser Scheiß. Großmeister. Großmeister! Im 101 war er einmal. Aha. G. Gomez. Ja, gegen G. Gomez. Gegen den G. Gomez. Ein 101 auf der Karte Polarnacht. L.E. Auch ein Terraner-Spieler. Ist Platin, oder? Platin? Ist ein bisschen anderes Grau. Könnte Platin sein. Oder er hatte vorab keinen Bock auf Terra. Ist auch ein scheiß Matchup. Macht auch nicht so viel Spaß. Ich treffe hier sehr selten irgendwie auf Protoss. Auf Protoss, schon auf Zerg, meine ich. Kein Zerg-Spiel hier unterwegs. Zerg ist auch scheiße. Der Zerg ist eigentlich eine ganz coole Rasse. Habe ich ja früher nur gedaddelt. So, was machen wir jetzt mal gegen den Babun? Was bauen wir mal gegen den Babun? Ich denke mal, ich mache hier wieder irgendwie Reaper, obwohl es ein bisschen zu weit hier für die Map. Oder ich fahre natürlich direkt wieder rüber. Aha. Baue ich hier hinten mal. Boah, wieso? Ich nehme erstmal einen Gast hier dazu. Und baue direkt einfach mal auf halber Strecke hier. So. Einfach mal auf halbe Strecke das Ding hier hinpflanzen. Und dann mal gleich ein paar Reaper rauskloppen. Gast wird hier gleich fertig. Schön, schön. Nein, du darfst auch wieder ins Gas rein. Keine Müdigkeit vorschützen hier. So. Dann holen wir uns hier direkt noch ein Gas dazu und gehen gleich auf Benjis. Benjis! Und legen da schon mal den Wegpunkt hin. So, und hier bleiben wir direkt mal dran stehen. Obwohl, nö, wir fahren zurück und bauen uns hier einfach mal damit noch ein kleines Depötchen auf. So. Und gib mir die 100, dann kann ich mich auch gleich meine erste Fabrik da vorne hinpflanzen. So. Läuft. Der Reaper ist auch gleich fertig. Nicht genügend Mineralien. So, dann
Fall. Heizen wir schon mal mit ihm. Dann nach vorne. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Nee, auf jeden Fall nicht. Fürchte den Tod. BBF einsatzbereit. Bam, 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 bam. Weggehittet. Noch ein Kill. Ich gönne ein bisschen. Sind wir den auch noch dazu? Okay, zwei direkt. Oh, dann hat er mir gekillt. Heißt, ich hole mir jetzt hier erstmal Helion dazu. Der wird jetzt auch rüberkommen. Ein Helion! Bleiben wir doch mit ihm hier mal stehen noch. Noch eine Mine dazu. Er muss ja. Ja, da ist er schon. Legen wir los! Unbedingt! Fuck! BBF einsatzbereit! Fuck, 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 fuck! Das wirft mich natürlich direkt zurück hier. Aus der Bahn! BBF bereit! Ein bisschen anlocken hier. Was nicht passt, wird passen. Dann gehen wir erst direkt wieder rein. BBF einsatzbereit. Basis wird angegriffen. Hier sind der Boss. Und? Von hier aus. Aha! Jawohl! Darf sonst noch was verstecken? Und dann heizen wir hier nochmal mit dem Viking nochmal rüber. BBFs werden angegriffen. Alter Falter, ey. Der nervt mich jetzt hier genauso wie ich ihn nerve. Zappe, 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 zappe. Und rüber damit. Noch eine Mine reingepflanzt. Und ein Benji. So, bleiben wir doch mal hier wieder stehen. Bin für die Schlacht geboren. Ich auch. Och, fuck, nicht genügend Energie. Tja. Nein! Och, fuck, ey. Unsere BBFs werden angegriffen. Komm weg da. Mann, 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 ey. Och, jetzt bummst er das auch noch weg hier. Nee, doch nicht. Schön, eine weniger. BBF einsatzbereit. Maschine laufen! Ja? Kein Problem. So. Bestätigt. Rache. Rache. Natürlich echt kostspielig. Jo, mit Tanks, ne? Im Anflug. Ach. Basis wird angegriffen. BBF bereit. Schlechte Neuigkeit. Kein Gast dabei. Und ja, da sind doch die Tanks. Bin gleich da. Wird gemacht. Bin unterwegs. Komm her. Komm, einen Hit noch. Oh, fick dich doch, ey. Fick dich. Du Arsch. Müssen wir aber hier schon mal die Minen noch hin platzieren. Gegen Terra ist echt scheiße, ey. Mag ich ja gar nicht. Das brechen wir erstmal ab hier.
Jo, genau das kennt er natürlich auch, ne? Die alte Bockwurst. Och nö, ey. Wo auch sonst, ne? Och nee, ey, echt. Traurig, ganz traurig. Jo! Steht er da mit seinem scheiß Viking, ne? Stimmt sogar. Jo, noch einmal drauf. So, wir nehmen erstmal die Tanks dran. Oh fuck, ey. Das ist ganz übel. Depots brauche ich auch noch dazu. Jo, bald haben wir. Nein! Oh, och nö! Fuck, 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 fuck. Da ist mal im Weg! Ja, komm, zieh weg. Du Wichser. Jo, natürlich hat er noch einen Scanner zu. Ah, mein erster Los. Gegen Gay Gomez. Gegen einen Gay. Gaylord Fokker. Mann, ich war aber auch schlecht diesmal. Sowas von mies. Es läuft ja wie am Fließband hier. Gegen War Turtle, die Kampfschildkröte mit dem Laser auf dem Rücken. Ein Protoss-Spieler, immer noch kein Zerg dabei. Hm, komisch. Mann, warum bin ich so schlecht mit Terra heute? Was ist da los? Na gut, vorab ging es. Aber echt, das geht gar nicht. Oh. Mal gucken. Was wir jetzt reißen können. Was nicht passt, wird verdichtet. Dir auch, Kampfschildkröte mit dem Laser auf dem Rücken. Judu! Ja. Judu, danke. Reaper und Marodeur wieder? Könnte man machen, ja. BBF einsatzbereit. Nicht genügend. Der kann ich nicht bauen. Nicht genügend Mineralien. So. Nicht genügend Mineralien. Gleich schon mal das Gässchen holen. Dann mal ein paar Marodeurchen dazu. So, das kommt jetzt. Dann brechen wir mal ab hier. Und dann holen wir uns doch schon mal direkt wieder die schöne Kaserne dazu. Nicht genügend Mineralien. Und ich glaube, danach werde ich erstmal eine Runde Zerg spielen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So, und 3 ins Gas rein. Nicht genügend Mineralien. Und gleich mal. Oh. Ich glaube, wir bauen jetzt schon mal die zweite Kaserne hinterher. Nicht genügend Mineralien. Zap. Und da ist es soweit. Mal Wegpunkt nach vorne setzen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Und da wird gescoutet. Das ist schon ein wilder Scouter hier. So, Kaserne kommt. Da holst du mal den ersten Ripper.
der für mich ein bisschen hier rumtollen darf. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Direkt nicht danach wird natürlich nicht genügend der zwei Techlabor angeschlossen. Schlechte Neuigkeit? So, habe ich ihn jetzt hier endlich? Einmal noch. Und ja, schön weggeflext. So, Tech. Tech, 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 Tech. Ripper kommt. Ripperchen. Erster Mule. Und dann mal. Nicht genügend Erweiterung fertiggestellt. Direkt hier mal. Nicht genügend. Ausbau noch, ja. Dann schicken wir den direkt mal erstmal zurück wieder. Der Tod. Dann können wir hier schon mal da reingucken und. Und ist auch den ersten Marodeur. Oh, diesmal hat er hier schlauerweise zugemacht. Dann greifen wir direkt mal den an, der mich hier auch attackiert. Los geht's. Na, 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 na. Es geht los. Ah, das spawnt da schon. Noch ein. Schön, noch ein. Oha, der hätte es dich gemacht. Wird man doch nicht. Ja, ich geh schon. Ich höre. Oha, das war knapp. Nichts, womit ich nicht. Und da ist der erste Maru. Der erste Marodeur, Schmierodeur. Und dann holen wir direkt nochmal Stimpack dazu. Und der zweite Gas. Du? Ja, ich? Was, Wutter? Wutter Rumäne? Nein, ich bin kein Rumäne. Die erste Runde geht auf mich. Vivi ist einsatzbereit. Lassen wir es krachen. Gleich knallen. Aber schön am Nerven bin ich, ne? Selbstverständlich. Und da kommen schon mehr. Ach, der Bus. Haben wir schon vier. Lass mich ihn nicht verrotten. Vier Stücke. Oh, es geht los. Verstanden. Auf jeden Fall. Oh, noch ein weniger. Jawohl, den sollten wir mal Ducke nach hinten ziehen. Nehmen wir mal den Stacke nach vorne. Nee, kein Gras. Was für Gras? Na, da haben wir schon wieder zwei neue. Wieder nach hinten und stellen wir nach vorne wieder. Und da klopfen wir dich den mal kurz weg hier. Och, wo sind denn die anderen hin? Guck mal her, Marodeurchen. Oha. Nein! Das nehmen wir aber hier noch mit, ne? Na, Klärchen. Da haben wir noch welche. Da hat Trauma gemacht. Ah ja, nein, ich bin nicht Mario. Traumhaft.
War Turtle. Also kein Ninja Turtle, war nur der War Turtle. Der Kriegsturtle. Mit dem Laser auf dem Rücken. Ja, wunderschön. Und nochmal. Übelst wecke. Smashed. Das ist ja fast wie bei Smash Brothers hier. Und der letzte Schluck. Butt. Buttweiser. Ging wieder ein Terraner-Spiel auf der Karte. Steppenschauer. Was? Steppenschauer? Wer schaut auf die Steppe oder regnet? Ach, hier regnet's. Hier ist Regen angesagt. Ja, ich hoffe, die WBFs haben auch einen Regenschirm am Start. Sonst ist das ja echt ganz übel. Du hast jetzt noch keine langen Games dabei gehabt, ne? Ein Loose erst. Schön. Was spielen wir jetzt mal gegen den Terraner? Doppelripanese? Ja, erstmal jetzt. Kaserne, Depot meine ich. Vielleicht vercheckt vom ganzen Zocken hier. Doch ein paar Ripanesen bauen wir einfach mal. Erstmal noch ein bisschen Aircore dazu. Dann haben wir mal einen richtig schönen Reaper Rush. Was? Selbstzerstörung? Ich hoffe ja nicht. Wie jetzt zerstört sich ein WBF selbst? Der kriegt aber dann Ärger von mir. Na gut, er ist dann tot, dann kriegt er doch keinen Ärger mehr. Okay. Dann nicht. So, hol die, brechen wir hier nochmal ab. Wir wollen nämlich zwei Kasernen bauen und schöne Ripanesen bauen. Und zwei blocken wir einfach mal da oben hin, damit wir mal einen Tuck näher dran sind am Geschehen. Als wenn das etwas ausmachen würde. So, und dann stellen wir hier schon mal. Oh, na, da stellen wir den Wegpunkt hin. Ist ja auch gleich fertig. Dann holen wir uns hier lieber erstmal noch einen Gepürchen dazu. Nicht, dass wir hier gleich Supply-Block haben oder sowas. So. Und ja, da hat gerade meine Freundin die Tür geöffnet, hat mich komisch angeguckt. Und hat die Tür wieder geschlossen. Ja, keine Ahnung warum. Ich glaube, sie hat was gesucht. Aber ich bin doch hier. Hallo. So, erster Reaper im Bau, zweiter Reaper kommt gleich auch hinaus aus dem Haus. So, dann holen wir uns hier schon mal die Satellitenzentrale und bauen noch einen dazu und heften die ganze Chose mal an den ersten Reaper, der hier raustorkelt, ran. Den legen wir mal auf 1 natürlich. Selbstverständlich. Ja. Da kommt ja auch gleich der nächste. Ich könnte hier natürlich auch mal so einen Bunker bauen, weil der. Da habe ich doch auch was fliegen sehen. Wo soll ich irgendwas umlegen? Irgendwas habe ich da fliegen sehen. Ja, ich gehe schon. Ah. Schon. Und weg, geschnitzelt. Jetzt holen wir uns schon mal die erste Echse hier dazu. Noch ein zweites Gas. Und dann hängen hier noch an den einen Reaper dran. Rache. Ja. Eiskalte Rache. Keiner drinne. Nein. Oha. Oha, das ist gar nicht gut. Hau ab! Du Schlawiner, du. So, dann holen wir uns hier erstmal nochmal eine Fabrik dazu und holen uns gleich mal ein paar Benjis.
kriegen noch ein zweites Dipürchen. Ach, bauen wir einfach mal zwei dazu. Was liegt an? Und gucken mal, was er hier macht, hier vorne. Das ist alles. Wo soll ich? Extra dann nicht. Geht auch noch nichts. Alter, das sind aber einige. Wie es aussieht, geht er auch auf Schabernack. Er baut nämlich auch irgendwie Benjis. Und ich glaube, er macht einen Drop, wie es aussieht. Ich glaube, er droppt. Ich glaube zu glauben, dass er droppt. Ja. So, dann holen wir uns hier nochmal einen Tank dazu. Kann er nämlich mal schön in den Tod droppen. Und ich denke mal, wenn er droppt, droppt er von hier oder von hier vielleicht rein. Ich glaube eher von hier. Und ich mir jetzt hier erstmal einen Turret direkt dazu. Und den anderen Turret stelle ich einfach mal hier rein, weil meistens sind die Leute dann so blöd, dass sie auch noch durchheizen. Und holen mir natürlich noch einen Viking dazu. Und dann stellen wir hier mal den Tank hin. Falls ihr sehen mich, ist, dass er hier auch noch hindroppt, obwohl. Nur wir holen uns jetzt mal noch zwei Marodeure dazu. Passt das schon. Wo soll ich irgendwas umlegen? So, nochmal ein Tank. Und gleich bauen wir. Schöne Masse hier. Stellen wir. Heizen wir mal direkt mit dem hier darüber. Stellen wir auch nochmal einen kurzen Turm rein. Da ist er schon. Okay, also Benjis, wie es aussieht. Gut, er macht Benjis. Dann mache ich noch einen Raven gleich dazu. Mache ich jetzt einen Raven dazu. Tank. Noch zwei Fabriken und dann holen wir uns hier mal die wichtigsten Upgrades dafür und ein bisschen Eco. Und jetzt machen wir auch mal einen kleinen Eco-Transfer noch und schnappen schon mal ein und fahren mal hier hoch, weil wir holen uns gleich noch eine nächste Echse dazu. Kein Gas haben wir, ne? Ah, gut. Aber gleich gibt es frisches Gas. WBF bereit. WBF einsatzbereit. Ah, man scannt über. Jo, haben wir. Hexe hat er da auch gesetzt. Meine läuft auch schon lange. So, und da kommen da die Benjis. So, wussten wir ja. Ab die Post. Oha. In Ordnung. Was nicht passt, wird passt. Benötige weitere Depots. Benötige weitere Depots. Durchgeladen und entsichert. Erstmal reparieren. Was liegt hier? Er macht wirklich nur Benjis. Eigentlich ganz gut für mich. Los, los, los! Raven dazu. Auch nochmal so ein Turret aufgebaut. Hier auch nochmal einfach einen reingekloppt. Ich lege jetzt mal auf 3. Hier brauchen wir noch einen Tank. Den haben wir auf 5. Dann holen wir jetzt hier nochmal einen kurzen Tank dazu. Und die Upgrades sind ja auch gleich fertig. Schockmuni erforschen wir natürlich auch noch direkt. So, wo ist denn hier mein... Da ist er. Und dann scannen wir hier auch nochmal. Ravens macht da Doppel-Tech. So, den sparen wir natürlich erstmal so ein bisschen.
Ich will auch mal ein anderes Upgrade noch dazu holen. Wenn jetzt gleich der Raven fertig ist, dann können wir doch eigentlich mal golen. Golen. Obwohl noch mal ein, zwei Medi. Medi wächst wäre nicht schlecht. So, es war schon eine nette Masse hier. Nette Nasse. Eine nette Nasse. Ja. So. Medivac nehmen wir auch noch mit. Und das legen wir mal alles auf 1, das mal auf 2. Jetzt gucken wir hier mal zur Mitte hin. Ach so, schon wieder Depots. Technik steht zur Verfügung. Erwarte Einsatzbefehl. So. Es kann losgehen. Ich brauche hier anscheinend keine Tanks oder was. Oder ich habe es verplant. Auch gut. Das nehmen wir uns erstmal hier noch mit weg. So. Scannen wir nochmal. Fuck. Einfach zu viel. So, nochmal ein paar Upgrades machen. Das hat er nicht schlecht gemacht. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Wer? Sind da so ein paar mehr Kasernen noch? So, machen wir damit erstmal ein Go noch. Hier holen wir uns erstmal noch ein. Eigentlich nur von dieser Scheiße hier heute. Das ist echt unglaublich. BBF einsatzbereit. Jawohl! Retten wir ein paar Leben. So, scout man hier nochmal ein bisschen rum. Vielleicht hat er hier auch schon eine Echse gebaut. Nö, hier hat er noch keine. Bleiben wir da erstmal noch ein bisschen stehen. So viel Gas, wie ich hier habe, kann ich auch richtig schön auf Luft gehen, eigentlich. Was machen die denn da? Immer noch nicht abgeschlossen. So, dann heizen wir jetzt hier nochmal rein. Ich habe doch die nächste Echse aufgebaut. Aus dem Pack rauf. Boah, verkehren wir hier noch ein bisschen rum. So. Da auch nochmal die Echse nutzen. Ich glaube, ich hole mir noch ein paar Kreuzer dazu. Der kann ich nicht bauen. Kann's kaum noch erwarten. Zap, zap. Upgrade durch nicht genügend Mineralien. Und noch eine Echse, die machen wir auch erstmal aus. Nicht genügend Upgrade durch nicht genügend Mineralien. Bisschen Eco weg hier. Letzte Neuigkeiten? Aha. Ich habe doch eigentlich schon eine richtig schöne Masse hier. Kann ich ja eigentlich noch mal ein kleines Gürchen mitmachen. Los, los, los! Machen wir auch mal aus hier. Erweiterung. Hol mich jemand hier raus!
Oha. Oha. Ich steck ganz schön in der Klemme hier. Hier muss ich mir erstmal Vikings holen. Er hat sich wirklich nur Kreuzer geholt. Das heißt, ich brauche mehr Massive Türme. So, die legen wir jetzt erstmal auf 4. Nicht genügend Mineralien. Ich glaube, er fühlt sich schon sehr sicher auf jeden Fall. Basis wird angegriffen. Oh, hat auch gute Upgrades. Das geht! Jetzt wird geplündert. Jetzt wird geplündert. Ich kann's kaum noch erwarten. Hör zu! Ich kann sie nicht alleine aufhalten! Jo. Dann lasst uns mal. Jetzt geht's rund! Bereit. Sehr schön. Was liegt an? Basis wird angegriffen. Bereit für den Krieg. Und jetzt BBF einsatzbereit. Oha. Marsch bereit. BBF bereit. Tor hat er da auch noch. Eigenerschenk. Bereit machen, Jungs. Immer mit der Ruhe. Wird gemacht. Den können wir ja kurz mal erledigen hier. Oha. Jetzt wird geplündert. Ah, die sind schon nicht schlecht hier. Ich krieg hier einfach keine Kohle mehr zusammen. Das ist mein Problemchen. Ich hat er mir auch weggebumst. Können wir sie aufsammeln? Schlechte Neuigkeiten? Mineralienfeld erschöpft. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Keine Kohle. Echt traurig. Na, ja, wartet er ja schon hier vorne. 3-3-3 Upgrades. Ground hat dann natürlich auch dann 3-3 Upgrades. Da bin ich noch lange nicht angelangt. Kommt noch was? Oh, es geht los. Aber wenn ich meine Marines erstmal auf 3-3 kriege, haben wir die Wechsel dazu habe, wäre das schon nicht schlecht. Transformationssystem, dann lasst uns mal loslegen. Ich bin für die Schlacht gebucht. Jetzt wird geplündert. Jetzt geht's rund. Das ist die richtige Einstellung. Jetzt wird geplündert. So, nächste Kreuzer. Der nächste. Mineralienfeld erschöpft. Niemand lebt ewig. Auf in die Fahrt. Mineralienfeld erschöpft. Was ist ein Eiszieher drauf, ne? Oha. Den können wir noch ein bisschen anbraten wieder. Ah, hat schon nicht schlechte Einheiten. Stimmt schon. So, und jetzt hat er meine Exo noch gesehen. Natürlich noch behinderter. Jetzt wird geplündert. Ich höre, es geht rund. Befehl, das geht
Pingeisier. Unsere BBFs werden angegriffen. Jetzt wird geplündert. Oha. Fuck, ey. Das sieht gar nicht gut aus. Ich kriege einfach kein Geld zusammen. Upgrade durchgeführt. Der hat bestimmt die ganz gute Folge ext. Basis wird angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Letzte Exe, die einigermaßen vernünftig läuft. Oha. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Ja, Kreuzer sind scheiße eigentlich gegen Vikings, aber bei der Masse hätte ich nicht gedacht, dass er das schafft. Was ist? Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Komm, noch ein Hit. Oh. Schade, schade, schade. Ach, GG. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch lose. Es lief echt gut. Mann, 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 Mann. War ich fehlerhaft. Fehlerhaft. Oh, kein schlechtes Wort. Fehlerhaft. Ja. Silberliga. Ja, so. Ich mache jetzt erstmal hier nochmal kurz einen Cut. Ich hoffe, euch hat es bis dahin gefallen. Haut rein, euer Agri. See you.